Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier in der Kategorie PKW euch heute hier den Mercedes-Benz V250 euch heute hier vorstellen. Baujahr 2017. Ja, das gute Stück hat hier eine Leistung von 190 PS, entsprechend hier 140 kW Automatikgetriebe, 120 Liter Tank, 206 km/h Spitze und ein Gewicht von 2,3 Tonnen. Wir haben hierzu, da steht hier ein Kaufpreis von 65.000 Euro. Miete sind wir hier bei 3.315. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier noch ein bisschen was zu machen. Jetzt zum Beispiel sind jetzt die Scheiben hier normal. Dann können wir die hier so in getönt uns kaufen. Dann gibt es das Ganze einmal hier hinten, ja, mit Rundumleuchte, wer es braucht natürlich. Anhängerkupplung hier auch, wie man sehen, vorhanden ist mal hier auch eine andere mal zu sehen als wie diese komisch, was nicht so schön modelliert worden ist. Ja, und dann gibt es hier natürlich Hauptfarbe hier wählbar in verschiedene Farbtöne. Wie man sehen, wir haben hier glänzende dabei für gute Grafik und hier auch matte. Ja, da ist uns doch hier was gegeben worden, was finde ich ganz cool ist. Natürlich Felgenfarbe hier auch wählbar. Ja, irgendwie orange finde ich irgendwie fehlt da drin. Also sieht auch richtig giftig ausschauen. Echt cool natürlich zu sagen. Ja, Kennzeichenwahl, so wie wir es ja gewohnt sind. Das war jetzt alles, was es hier natürlich hier im Shop gibt. Was ist das Coole noch dran? Ja, Leute, was wir gesehen haben, gleich hier, er hat hier Funktionen über Simple IC. Ja, da können wir jetzt hier die Haube aufmachen, zumachen. Mit Sound halt ist überall halt so eher der gleiche Sound. Wenn wir jetzt hören. Dann wieder zumachen natürlich. Muss man aufpassen, dass man die nicht also über die Rübe kriegt. Coole Animation, muss ich dazu noch sagen. So. Echt nice, muss man sagen. Ja, was gibt es hier noch zu sagen hier über den? Also Mercedes, ja, er hat ein Warning drin, weil eine Datei zu groß ist. Also mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen gehabt. So, wir können auch hier mit der Taste X hier hinten die Heckklappe auf- und zumachen. Sonst also ist hier mit also Tastenbefehle hier nichts. So, jetzt gehen wir mal in die Innenansicht mal rein. Da können wir erstmal hier die Türe wieder zumachen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, hier das Fenster auf und zu machen. Mal schauen, dass wir den Button mal richtig treffen. Beifahrerseite hier genauso. Da haben wir hier auch die Tür zum Öffnen. Immer sogar, wow, die Reichweite ist gut eingestellt. Dann hier die Haube können wir öffnen. Dann hier die Seitentüre. Wieder schließen natürlich. Dann ist jetzt hier also natürlich diese Seitentüre auch. So. Dann können wir hier den Himmel einschalten. Das ist eine coole Sache. Naja, zu Ende letzt können wir jetzt hier drüber den Motor starten. So, das finde ich hammermäßig cool. Natürlich mit dem Display genauso. Wir können auch wieder den Himmel ausschalten, da kommen wir nachher nochmal beim Licht, das wenn ich nicht vergessen sollte, den könnten wir uns dann nachher nochmal anschauen. Und Umleuchte, Hupe, ah ja, Freus vergesse, ja, ich habe den ja zweimal gekauft, einmal hier mit dem normalen Fenster. So sieht das gute Stück hier aus, also wenn ihr hier ja den entsprechend ja schon länger habt. Mit dem Schmutz, mit dem Lackverschleiß ist mir jetzt hier nichts aufgefallen bei dem guten Stück. So sieht er jedenfalls nachher aus. Also waschbar ist er. Jetzt testen wir natürlich gleich hier unseren Hänger.
cool natürlich wäre es, wenn man hier die Rückbänke umlegen könnte, dann noch was Sachen transportieren. So. Bin mal gespannt, wie der Attacher hier ist. Wow. Seht ihr das? Der passt super toll. Also das ist nicht das Problem, dass der irgendwie durchsticht oder was. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Jetzt natürlich drehen wir mal die Zeit erstmal vor. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle natürlich unser Lichttest. So. Bremslicht, Rückfahrlicht, sieht ganz gut aus. Blinker. Da vermisse ich ein bisschen den Schein natürlich her auf dem Boden von die Außenspiegel vom Blinker. Dann einmal F geschalten. Jetzt mit Numbit 6. Numbit 5 haben wir jetzt hier nichts do. So, jetzt gehen wir hier natürlich rein. Da, wie gesagt, hier die Innenraumdeckenbeleuchtung. Schauen wir mal jetzt hier. Blinkerkontrolllampen. Warnblinker hier, wie wir sehen, hier unten funktioniert. Cool. Aber ich sehe hier, vielleicht ist das Lenkrad davor. Das sollte doch normalerweise zu sehen sein. Blinker links, Blinker rechts. Sollte normalerweise zu sehen sein, ist aber leider nicht. Wie wir hier feststellen. Ja, schade irgendwie. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Oder man sagt ja, man braucht es ja nicht. Aber das war ein bisschen zu schnell, um zu sehen, ob also der Scheibenwischer hier funktioniert oder nicht. So, dann machen wir gleich hier natürlich unsere Probefahrt im Endeffekt dann. So. Ja, Standardhupe. Ja, wir haben hier in der Ortschaft ein bisschen Probleme. Hier, da ist vor kurzem hier also ein Wildgehege. Also von Unbekannten mutwillig der Zaun ja, beschädigt worden. Ja, deswegen haben wir hier in der Ortschaft jetzt so viele Wild rumlaufen. Das ist halt schade irgendwie. Wenn die Leute nicht wissen, was mit ihrer Freizeit anzufangen zu können, zu wollen. Ja, 195 sollten wir schnell werden. Das werden wir jetzt auch natürlich gleich testen. Schauen wir mal. Jetzt sind wir schon mal hier bei 90. Wow, da lecken sogar jetzt die KI ein bisschen. 110, also der braucht lange. 111, wow. Wow, 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 was für ein Kau. Kann man jetzt ja gar nicht mal sagen, ob der so schnell wird, weil also die Karte nicht ausreicht von der geraden Strecke, dass wir hier den hier entsprechend fahren. Also. Aber da würde ich schon mal sagen, hier 110 sind mehr als wie ausreichend. Ja, wow, oi. Schau, da müssen wir erstmal aussteigen. Wo haben Sie einen Führerschein gemacht? Ha? Ja, Wahnsinn. Sowas aber auch. Ja, Hupen auch noch. Ich hoffe, Sie sind versichert. Also, gib mal Gas. Der kriegt ein Schreiben von meinem Anwalt. Also, Geschwindigkeit, ja, also zu fahren, brauchen wir sehr, sehr lange. Also 111 km/h, mehr haben wir bis jetzt noch nicht erreicht. So. Oh, da kommt das Spiel gerade mal nach, irgendwie kommt mir vor, also Wahnsinn. Ja, Überschlag, wie wir sehen, hier geht. Reifenspuren macht er auch, sehen wir. Und natürlich ein Reifenstaub. Tja, finde eine coole Kiste, muss ich sagen. Um ehrlich sein, man braucht ja keine 200 fahren können, LS, außer man macht natürlich ein Rennen. Ja, lockmäßig, wie wir sehen hier, wie von mir erwähnt, ist hier von einer Datei, ich habe
ist zu groß. Wir haben hier 10.426 kp. 8.192 sollte so groß sein. Das ist der einzige Fehler drin hier. Macht gar nichts aus. Es ist halt nur die Datei ein bisschen zu groß, was halt das Spiel halt vorgibt. Ja, ich finde jedenfalls coole Kiste. Man hat von innen drin, wenn man rausschaut, hey, ja, relativ ganz gute Sicht, obwohl die Scheiben kolorisiert sind. Hier haben wir so eine komische Kante. Ja, also von außen sehen wir es nicht. Das könnte vielleicht das Gummi sein, wo man von innen aus durchsehen kann, aber von außen nicht reinsehen kann. Ja, das ist das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, wie gesagt, coole Sache das Ganze. Pedale, wie wir sehen hier, natürlich sind hier auch animiert. Das ist das Wichtigste, finde ich, auch dabei, was natürlich hier ja, das Ganze hier besseren Erlebnis macht. Michelin-Reifen haben wir auch drauf. Ja, das war's eigentlich soweit. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut's bitte rein, würde mich freuen. Lasst einen Daumen nach oben da. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.